raus. Benjamin, Benjamin, komm und zeig uns dein Gesicht. Benjamin, Benjamin, komm und mach doch mit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Hallo Benjamin, die heißt Mach dich schlau. Aber wie macht man sich denn schlau? Dafür habe ich mir drei junge Gäste eingeladen. Stell dich doch mal vor, hallo. Hallo, ich bin die Theresa und bin 10 Jahre alt. Theresa, wie machst du dich schlau? Ich teste, ob sich Wasser mit Öl verträgt. Genau, wir experimentieren hier nämlich. Durch Experimente kann man auch schlau werden. Wir testen jetzt also, ob Öl und Wasser sich mischen. Was sehen wir? Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Aber jetzt? Ups, die mögen sich ja gar nicht. Die mögen sich nicht, nee, die trennen sich wieder. Spannend. Unser zweiter Gast. Hallo. Hallo, ich bin die Naomi und bin 9 Jahre alt. Wie machst du dich schlau, Naomi? Durch Lesen und Nachschlagen. Was hast du gerade nachgeschlagen? Ich habe gerade zum Thema Erde nachgeschlagen. Ah, und was hast du herausgefunden? Also, dass die Erde wie ein Staubkorn in einer riesengroßen Halle ist. Ja, genau. Im Weltall ist die Erde nämlich mini, 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 mini klein. Wie ein Staubkorn. Ganz genau. Und wie ihr sicher wisst, haben wir ja immer 3 Gäste. Da drüben steht unser 3. Gast. Hallo. Hallo, ich bin die Clara und bin 10 Jahre alt. Clara, wie machst du dich denn schlau? Ich reise viel und deswegen gucke ich gerade, wo wir uns gerade befinden. Und wo? Ah, da, ja. Wo die Nadel ist. Das ist ganz schön klein, hä? Da Deutschland im Vergleich zum Rest der Weltkugel. Benjamin, sag mal, warum ist es denn so wichtig, sich schlau zu machen? Hallo Kinder! Kennt ihr das Sprichwort, der Klügere gibt nach? So was Ähnliches steht auch in der Bibel, hat der Pfarrer in der Kinderkirche gesagt. Klug ist, wer versucht, gerecht zu sein und sich gut mit anderen verträgt. Ui! Das ist manchmal gar nicht so leicht. Und wenn ich überlege, wen ich sonst noch klug finde, Wissenschaftler zum Beispiel. Die sammeln und erforschen Wissen und geben das weiter, hat mein Papa gesagt. Dabei werden sie ganz schlau. Sie hören zu, beobachten genau und probieren oft selbst etwas aus. Das klingt richtig spannend. Das stimmt, Benjamin. Und wenn ich mir das genau überlege, dann könnten wir alle ja eigentlich auch Wissenschaftler sein. Weil wir probieren und beobachten jetzt nämlich auch und machen ein Experiment mit der Birgit. Hallo Birgit. Hallo, grüßt euch. Was gibt's denn heute? Ja, ihr seht hier 2 Kartoffeln. Könnt ihr euch vorstellen, dass da Energie drin ist? Ja. Ja? Ja. Weil eine Kartoffel im Boden natürlich auch ganz viel Energie braucht, bis es an die Oberfläche kommt. Okay, das wäre schon mal ein guter Gedanke. Ich kann jetzt einfach so eine Kartoffel nehmen und die theoretisch an meinen Walkman hängen. Ja, wobei wahrscheinlich brauchst du ein paar Kartoffeln mehr. Also die Kartoffeln sind praktisch für uns jetzt wie Batterien. Das kennt ihr ja. Ja? Und jetzt brauchen wir hier mal so verschiedene Stäbe. Das ist mal ein Zinkstab. Machen wir rein, einen Kupferstab. Komm her, Theresa, du darfst mal das reinstecken. Den hierher. Genau. Wie tief? Ja, ist okay. Naomi, möchtest du den reinstecken? Das sieht lustig aus. Sieht eigentlich aus, wie sieht cool als wäre das. So, und jetzt müssen wir mal sehen. Passiert da vorne schon was? Juhu, schaut mal. Seht ihr? Die Uhrzeit ist an. Sollen wir jetzt mal einen wegmachen? Was passiert? Was passiert dann? Was glaubt ihr? Und sie ist weg. Wir haben den Stromkreis unterbrochen und wir gehen wieder ran. Stark, aha, oder? Das ist so sehr spannend. So viel Energie ist in den 2 Kartoffeln. Könnte man das jetzt auch mit einer Kartoffel machen? Nee, die ist zu schwach. Deshalb habe ich ja jetzt mal, wir können es versuchen. Ja. Aber das geht nicht. Passiert nichts. Ah, doch, aber guck mal, es leuchtet schwächer, oder? Schwächer, ja, stimmt. Aber es hält nicht so lang. Aber das ist doch spannend. Jetzt stecken wir es nochmal in die andere. Also und für deinen Walkie-Talkie, da brauchst du bestimmt so 6 Kartoffeln oder so. Ja? Alles klar. Also wir haben gesehen, eine Kartoffel hat ein bisschen Energie, 2 haben schon mehr und für meinen Walkman brauche ich wahrscheinlich einen ganzen Sack. Das hat uns doch schon ein bisschen schlauer gemacht. Und ihr werdet jetzt auch schlauer mit unserem DVD-Tipp. Was genau beim Muskelkater passiert
oder warum der Himmel blau ist. Diese und andere komplizierten Dinge erklärt unser DVD-Tipp Wissen vor 8. Mit dabei ist auch eine Sache, über die wir uns alle schon einmal beim Frühstück geärgert haben. Herzlich willkommen bei Wissen vor 8. Man frühstückt eine kleine Unachtsamkeit und das Toastbrot landet auf dem Boden. Und zwar auf der Marmeladenseite. Jetzt könnte man denken, das ist Zufall. Doch wenn man es immer wieder probiert, merkt man, das Brot landet immer wieder auf der Marmeladenseite. Interessant wird es, wenn man sich das Ganze in Zeitlupe anschaut. Durch das Wegschieben über die Tischkante beginnt eine Drehbewegung und die setzt sich während des gesamten Falls fort. Nach etwa einer halben Umdrehung landet das Brot auf dem Fußboden, eben auf der Marmeladenseite. Könnte es länger fallen, würde es sich weiter drehen. Doch hier spielt die Norm eine Rolle, denn in Europa ist die Höhe eines Esstisches vorgegeben und die beträgt 75 cm. Und auch die Größe des Toasts ist genormt, nämlich 9 cm. Also bei diesen festen physikalischen Vorgaben ist es klar, dass das Brot immer ähnlich dreht und auf der Marmeladenseite landet. Aber es gibt mögliche Auswege. Zum Beispiel ein kleineres Brot, das dreht sich schneller. Beim Zwieback erkennt man das in der Zeitlupe. Er dreht schneller und er landet nicht auf der Marmeladenseite. Doch wenn Sie auf Ihr Toastbrot bestehen, gibt es noch eine andere Lösung. Einen höheren Tisch. Denn je größer die Fallhöhe, umso länger dreht sich der Toast und landet dann auf der trockenen Seite. Ab einer Höhe von etwa 1,20 Meter reicht die Drehbewegung aus. Na, seid ihr schon schlauer geworden? Wir bilden uns jetzt auch weiter mit einem weiteren Experiment. Birgit, was machen wir jetzt? Schaut mal, ich habe euch hier Maisstärke mitgebracht. Das ist also so Backstärke, was man zum Kuchenbacken nimmt. Mhm. Ja, da kriegt ihr mal 2 Tassen in die Schüssel. Das Ganze wird nachher ein Monsterschleim. Ein Monsterschleim. Ja. Jetzt habt ihr Farbe, ihr habt Wasser dazu. Färbt mal das Wasser. Wir haben schon 2 vorbereitet. Genau, einfach rein und noch ein bisschen dazu. Das ist aber ganz schön viel Wasser. Dann darf einer mischen. So, Naomi, du knetest bei eurer Gruppe. Und Clara, ich glaube, du knetest bei eurer. Ich würde noch ein bisschen Farbe bei grün reinmachen. Langt das hier an blauer Farbe? Ja, das sieht klasse aus. Und jetzt dann einfach da rein? Einfach rein und gleich mit den Finger gleich einmischen. Also kneten. Dann tu doch schon mal deine Hände da rein. Ja, mit einer Hand würde ich es machen. Mit der anderen. Bist du bereit, Clara? Ja. Genau. So. Ja, super. Okay, das gibt dann nachher ein hellblau. Und wie fühlt sich's an? Hart auch irgendwie. Mhm, mhm. Okay, die Naomi macht es auch. Da machen wir noch ein bisschen grün rein, oder? Das kann man nicht. Würde ich sagen. Das kann man gar nicht richtig kneten. Also es ist sehr, sehr schwer zum Kneten, das stimmt. Magst du auch noch ein bisschen blau haben? Mhm. Würde ich auch mal sagen. Okay, wir haben das Ganze schon mal vorbereitet. Wenn ihr durchgeknetet habt, das ist jetzt wirklich eine Geduldsarbeit, dann muss das nachher eine Viertelstunde stehen. So, Theresa, versuch mal schnell reinzugehen. Hier, das ist ja hart. Ja, probier's nochmal bitte. Boah, das hört man auch richtig, gell, dass es hart ist. Und jetzt versuch mal ganz langsam reinzugehen. Kann ich das hier auch ausprobieren? Ja. Und dein Finger versinkt. Mit Gefühl natürlich, gell? Dann kann man auch so was Hartes durchdringen. So, ja. Und jetzt mach mal das mit ein paar Finger langsam reingehen. So, und dann zieht sich's und dann ist es der Schleim. Und es fühlt sich ganz komisch an, oder? Ja. Ja, genau. Also der Clou an dem Ganzen ist, dass sich die Stärke mit dem Wasser verbindet und die Stärke, die dehnt sich aus. Und je weiter man es rausgeht, was hast du für ein Gefühl? Das wird so trocken, gell? Ja, das fühlt sich dann an, als wäre es Pulver einfach nur. Genau.
Dabei genau. Sieht es gar nicht so aus wie Pulver. Schaut mal, das läuft hier so richtig schön runter. Und euer runter. Gefühl, oh, der sieht ja jetzt cool aus. Naomi, was macht's bei dir? Ganz schön schwer, gell? Also ihr dürft einfach noch kneten, dann seht ihr ja nachher, wie es aussehen muss. Also der Monsterschleim ist ganz schön ungewöhnlich. Eigentlich sieht er ganz anders aus, als er sich anfühlt. Das könnt ihr wirklich mal zu Hause ausprobieren, ist sehr spannend. Ich hoffe, ihr zu Hause habt auch gut aufgepasst, denn jetzt kommt von Benjamin die Preisfrage für euch. Meine Preisfrage lautet heute: Aus welchem Gemüse nahmen wir bei unserem ersten Experiment die Energie, um die Uhr zum Laufen zu bringen? Schreibt mir schnell, damit ihr tolle DVDs und Bücher gewinnen könnt. Boah, ich kann euch sagen, von so viel Experimentieren wird man ganz schön hungrig. Also ich habe jetzt Hunger und was natürlich immer dazu gehört bei Hallo Benjamin, ist auch ein Kochtipp. Den haben wir jetzt für euch. Birgit, was machen wir denn heute? Ja, wir haben uns überlegt, wir machen einfach mal farbige Spaghetti. Ich habe schon mal die Spaghetti für euch abgekocht, ja? Da kriegt jetzt mal jeder was in seine Schüssel und dann haben wir verschiedene Farben für euch da. Gebt mal eure Schüssel rüber. Das ist sozusagen auch ein Experiment. Das ist auch ein Experiment, genau. Und ich komme mal hier vorne rum. Genau, dann kann ich verteilen. So, und jetzt habt ihr verschiedenste Farben. Naomi, was hast du da? Kurkuma und Öl. Du darfst jetzt mal das Kurkuma rüberschütten. Mit deinem Besteck dann die Spaghetti durchmischen. Das heißt, und ein bisschen Öl dazugeben. Das wird dann? Das wird dann so gelb. Gelb. Ja. Okay. Darf ich dir ein bisschen Öl dazugeben und du nimmst mal gleich Löffel und Gabel oder die zwei Löffel, wie du es möchtest. Genau. So, und dann geben wir das durch. Und das Ganze muss dann ein bisschen einwirken. So, und dann haben wir. Na, das wird ja. Genau. Machen wir noch ein bisschen Öl rein. Okay. So, dann gehen wir mal zu den nächsten Farben. Hier haben wir Grün und Blau. Einmal mit Grün. Lebensmittelfarbe, genau. Die ist geschmacksneutral. Und die Spaghetti haben wir ganz normal gekocht. Wisst ihr, wie man Spaghetti kocht? Ja. Ja? Was macht man rein? Wasser und Salz. Wasser und Salz, genau. Klasse. Bei Jenny, bei dir haben wir? Ich riech mal gerade. Riech mal. Also es riecht nach roter Beete, ihr Lieben. Rote Beete. Rote Beetesaft. Das darfst du drüber geben. Das müsst ihr dann nachher. Ihr mischt einfach durch. So, okay. Und dann schaut mal ganz kurz her, was ich hier habe. Einen braunen Topf. Könnt ihr euch vorstellen, was da drin ist? Kann man das riechen? Ja. Oh, eventuell kann man es riechen, ja. Ja, rühr schon mal. Und ihr habt vorher gesagt, Spaghetti kocht man mit Salz und Wasser. Und wir haben hier was ganz anderes drin. Wir haben hier Zucker drin. Aha. Ja. Wieso ich gebe mal noch ein bisschen rein. Und wir haben Kakaopulver drin. Deshalb ist das so eine braune Farbe. Und jetzt hole ich euch mal die Spaghetti raus. Schaut mal, wir haben braune Spaghetti. Das sind Schokoladenspaghetti. Die probieren wir nachher auch. Das ist ja spannend. Also wir haben jetzt was Süßes und was... Das sieht ganz toll aus. Salziges. Richtig cool. Okay. Oh, deine, die grünen sehen ja abgefahren aus. Und die blaue, die türkisfarbene, voll meine Farbe. Ja? Ja. Da hast du schon Hunger drauf, ja? Ja, habe ich okay, jetzt also schon du musst nachher die blauen die essen, das möchte ich sehen. Aus, ja? Also da sind wir gespannt, wie das nachher kommt und wie es schmeckt. Muss das jetzt noch einwirken oder so? Ja, ich würde sagen eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde einwirken. Dann machen wir es nur mal kurz warm und dann. Okay. Super. Während wir hier weiter rühren und das alles noch ein bisschen einwirkt, erzählt euch der Benjamin noch was über Erfinder. Und zwar, die Pioniere der Wissenschaft sind früher ganz viel gereist. Das war ganz schön schwierig, weil es gab noch keine Flugzeuge und keine Eisenbahnen. Heiler zogen nach Persien, Architekten nach Ägypten. Benjamin, warum war das so? Steigst du nicht auf die Berge, so siehst du auch nicht in die Ferne, sagt mein Papa. So lautet ein Sprichwort aus Asien, woher wir Hausmäuse ursprünglich kommen. Auf Reisen trifft man andere Kulturen und kann voneinander lernen. Man hört fremde Sprachen und es gibt Dinge zu entdecken, die wir in unserem normalen Leben noch gar nicht kennen.
In unserer nächsten Szene dreht es sich auch alles um Erfindungen. Wir haben jetzt schon gekocht, wir haben experimentiert. Was fehlt denn noch? Hä? Das Spiel. Das Spiel, ja! Habt ihr alle Lust? Yeah! Gut! Okay, das Spiel habe ich euch dabei. Und zwar, ihr müsst Begriffe raten. Ich zeige es euch an einem Beispiel. Ah, Naomi. Ja. Ach so, wir dürfen also, jetzt lunzen. Okay. Zum Beispiel, so sieht die Karte aus. Aha. Der rote Begriff, der schwarze Begriff muss erraten werden. Das wäre hier Keramik. Und man darf das Wort Tasse nicht benutzen. Zeigen wir das vielleicht auch gerade mal an die Kamera, damit ihr auch wisst, wie das funktioniert. Ihr könnt nämlich mitraten zu Hause. Also der schwarze Begriff, der muss erraten werden. Den roten Begriff darf man nicht benutzen. Ihr habt es verstanden? Ja. Ich würde sagen, die Jenny fängt an. Du darfst dir eine Karte ziehen. Okay, also ihr zu Hause, ich versuche das so gut wie möglich zu erklären, ihr ratet mit. Du erklärst den schwarzen Begriff, ohne den roten. Ohne den roten. Okay, seid ihr bereit? Ja. Okay. Seid ihr bereit? Los geht's. Also, ich gebe es dir mal, damit du es kontrollieren kannst. Also, das, was ich jetzt erkläre, ist eine ganz tolle Erfindung und deswegen kann ich mich damit fortbewegen. Es ist rund. Das Rad. Das Rad, ja, genau. Also, das Rad. Sehr gut. Du hast die Karte, du darfst die nächste wählen. Und wir gucken nicht hin, was du ziehst. Wenn du es hast, gibst du mir das, dass ich es kontrollieren kann. Danke. Weißt du es? Also, das steht zum Beispiel auf Plakaten oder Werbung. Das ist, das schreibt man. Aha. Also. Buchstaben? Nee. Was könnte es sonst noch sein? Wörter? Sätze? Also sie hat euch schon eine gute Hilfestellung gegeben mit Schreiben, aber Schrift. Ja, sehr gut. Die Schrift, die Karte kriegst du, dann darfst du die nächste ziehen. Okay, ich wollte sie dir nicht klauen. Okay, wenn du es angeschaut hast, dann gibst du mir die Karte wieder. Okay. Also man kann es kaufen beim Bäcker. Aha. Eine Brezel? Brötchen. Ja, Brötchen. Brötchen? Nicht ganz. Was kann man noch kaufen beim Bäcker? Brot. Ja. Ja. Ah, ich würde sagen, Theresa war fast schneller, ne? Genau. Okay, Theresa, du darfst. Ja, wir gucken nicht hin. Dann gibst du es mir. Ist schwierig, Theresa. Ist schwierig zu erklären? Durchsichtig. Durchsichtig? Ja. Das ging aber schnell. Okay, du hast den letzten Begriff. Bin gespannt. Bei Festen gibt es das. Das ist ein Lager. Ein Lager? Raum? Bei Festen? Hm? Mehr sagst du nicht? Das macht Licht. Licht? Bei Festen. Ein Lager. Heißt das? Feuer. Ja. Lagerfeuer. Super. Feuer. Also ihr Feuer. Seid echt klasse. Wir haben ja am Anfang gehört, schlau machen kann man sich auch durch Lesen und Nachschlagen. Deswegen kommt jetzt der Buchtipp für euch. Bahnbrechende naturwissenschaftliche Entdeckungen haben wir klugen Köpfen zu verdanken. Zum Beispiel Galilei, Röntgen und Co. So heißt auch dieses Buch. In diesem Buch steht zum Beispiel: Fallen alle Dinge gleich schnell zur Erde? Gibt es unsichtbare Strahlen? Sind Atome unteilbar? Solche Fragen werden hier beantwortet und ich zeige euch mal ganz kurz hier etwas. Und zwar von Galileo Galilei, seinem Fernrohr, mit dem er in den Himmel geguckt hat und Sterne beobachtet hat. Da seht ihr, wie das denn aufgebaut wurde. Ja, schlagt einfach mal nach, macht euch schlau und guckt in dieses Buch. Eine ganz schön schwierige Aufgabe, genauso wie unsere Erfinder hier in diesem Buch, hat jetzt Mose zu bewältigen in unserem Bibelclip. Mose lebt weit weg von seiner Familie, denn er musste aus Ägypten fliehen. Jetzt hütet er Ziegen und denkt oft an seine Leute, die Israeliten.
Als Sklaven schuften die in Ägypten und dürfen das Land nicht verlassen. Eines Tages sieht Mose plötzlich einen Dornbusch, der in Flammen steht. Als Mose näher kommt, hört er Gottes Stimme. Mose, ich habe dich auserwählt. Mose erschrickt. Befreie dein Volk und führe es dorthin, wo Milch und Honig fließen. Wieso ich? Fragt Mose. Der Pharao wird uns niemals einfach so gehen lassen. Ich werde mit dir sein und dir helfen, antwortete Gott, weil ich bin, der ich bin. Das wird mir niemand glauben, denkt Mose. Gib jemand anderen diese Aufgabe, sagt er. Da wird Gott wütend und verwandelt den Hütestab in eine Schlange, als Zeichen seiner Macht. Das überzeugt Mose und er zieht mit seiner Frau zurück nach Ägypten. Ich nehme die Aufgabe an. Aber du weißt doch, ich bin ein schlechter Redner und ich bin nicht überzeugend, ruft er zu Gott. Da schickt dieser ihm Aaron, Moses Bruder. Der kann gut reden. Als sie nach Hause kommen, läuft ihnen ihre Schwester Miriam entgegen. Sie erzählen ihr von Gottes Auftrag. Das schaffen wir, sagt Miriam. Bald werden wir alle mit Gottes Hilfe aus der Sklaverei befreit werden. So, ihr wollt bestimmt alle wissen, wie das aussieht mit den bunten Nudeln. Schaut mal hier. Ehrlich gesagt sieht das aus, als wäre es süß, oder? Ja. Aber bevor wir essen, beten wir natürlich. Ist klar. Also, wer würfelt? Naomi. Okay, und du liest? Okay. Heute falten wir unsere Hände nicht, sondern wir fassen uns mal an die Hände zum Beten. Weil wir heute Gäste haben, teilen wir die Gottesgaben. Vater, wir sind nicht allein, dafür wollen wir dankbar sein. Amen. Amen. Guten Appetit. So, jetzt lasst euch mal schmecken. Also ich finde ja diese braunen Nudeln sehr, sehr spannend. Die Schokonudeln. Schmecken die denn wirklich süß? Probiert mal jemand. Wer probiert? Ah, die Clara probiert. Mhm. Schmeckst du den Kakao? Ja, die sind wirklich süß. Die könnt ihr auch mal zum Nachtisch machen. Genau, eine Vanillesoße dazu. Ganz klasse. Ja? Ja. Aber welchen Tipp wir für euch vor allem haben, sind hier diese roten Nudeln. Und zwar die rote Beetnudeln. Da schlagt ihr einfach mal auf unserer Internetseite Hallo Benjamin nach. Da könnt ihr rote Beetnudeln nicht nur rot färben, sondern tatsächlich selber machen. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen schlauer geworden mit unserer Sendung. Schön, dass ihr dabei wart. Schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Und wir sagen Tschüss! Also Kinder, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe heute viel gelernt und Lust aufs Lesen bekommen. Ihr hoffentlich auch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!